Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es hakt in Deutschland bei der Zollabwicklung und bei den Formalitäten. Sie ist zu bürokratisch und es werden gerade die kleinen und die mittelständigen Unternehmen überproportional belastet. Wir haben letztes Jahr in 2018 Unternehmen in ganz Deutschland von allen Größen befragt, mit welchen Anforderungen sie im Tagesgeschäft konfrontiert werden beim In- und Exportgeschäft. Und ich sage Ihnen, diese Anforderungen sind zu hoch. Teilweise werden ganze Abteilungen unterhalten, um der Zollbürokratie Herr zu werden. Das ist weder zeitgemäß, meine Damen und Herren, noch ist es angemessen. Wo liegen die Probleme? Erstens, die Erreichbarkeit und die Betreuung durch die Zollämter ist ausbaufähig. Zweitens, die Öffnungs- und Bearbeitungszeiten sind praxisfern. Und drittens, ja, es fehlt an qualifiziertem Personal. Viel zu spät hat hier die Bundesregierung reagiert und hat jetzt Stellen geschaffen für den Brexit. Allerdings muss man sagen, woher nehmen wir denn jetzt noch die Zeit, um die Menschen zu qualifizieren? Viertens, die vorhandenen Softwarelösungen sind zu kompliziert und generell kommt die Digitalisierung des Zollwesens nur schleppend im Gang. Sie geht halbherzig vonstatten. Heißt, am Ende des Tages müssen Unternehmen doch noch viele Dokumente in Papierform vorlegen und das im Jahr 2019, meine Damen und Herren, das ist Wahnsinn. Und die Frustration der Menschen, die die Zollabwicklung in den Betrieben machen, die können Sie sich bestimmt vorstellen. Es gibt zu Recht viele, viele Rechtsänderungen im Zollwesen und dafür aber viel zu wenig praktikable Informationen direkt vom Zoll. Das sind teure Schulungen, die kosten und deshalb werden gerade kleine Unternehmen besonders belastet, mit viel Geld und mit viel Zeit. Aber das sind nur 5 Punkte von einer ganzen Reihe von Punkten, die wir hier herauskristallisiert haben bei der Befragung. Und das beschäftigt die Unternehmen und behindert sie aber auch. Wir müssen hier handeln und die Zollverfahren digitaler und damit einfacher, besser und effizienter machen. Und auch der Brexit wäre schon eigentlich schwer genug, aber der Druck wird ja bald noch zunehmen. Ich weiß, wer heute Morgen MoMA geschaut hat, dort wurden auch wieder Menschen, die Zollabwicklung in Unternehmen machen, interviewt. Und ein möglicher harter Brexit wird die Abfertigung weiter ins Stocken bringen und die Wartezeiten weiter erhöhen. Und Deutschland ist nicht vorbereitet. Wir Freien Demokraten fordern Sie auf zu handeln. Wir brauchen einfachere Zollverfahren und damit eine spürbare Entlastung der deutschen Betriebe. Mit unserem heute hier vorgelegten Antrag fordern wir Sie auf, den Sorgen von Unternehmerinnen und Unternehmern, vor allem den kleinen und mittelständigen Firmen, nachzugehen. Und das heißt, raus aus den Papierbergen, rein in die KI und rein in die Blockchain-Verfahren. Hier könnte Deutschland Vorreiter werden. Ja. Schauen Sie mal nach Südkorea. Dort werden bereits Blockchain-Plattformen zur Abwicklung des internationalen Warenhandels gemacht. Warum machen wir das nicht? Ja. Also setzen Sie sich doch bitte dafür ein und treiben Sie es nach vorne. Nicht nur lachen. Was tut die Bundesregierung, um die Nutzung von fachlicher Software auch für kleine und mittelständige Unternehmen, um diese attraktiv zu machen? Gerade für diese Betriebe sind die Arbeitsbelastung und die Kosten der Zollbürokratie zu hoch. Der Aufwand muss hier reduziert werden. Wenn der Aufwand sinkt, dann sinkt ja auch logischerweise der Beratungs- und der Bearbeitungsbedarf in den Zollbüros. Und lassen Sie doch diejenigen, die bereits über eine Zuverlässigkeitslizenz verfügen, auch zu ihrem Recht kommen. Und gängeln Sie diese nicht noch weiter, indem Sie diese im Jahresabschlussbericht bei den Zollämtern in schriftlicher Form vorlegen lassen. Die Auskünfte der Zollämter müssen einheitlich und rechtssicher erteilt werden. Das spart Zeit, Geld bei den Unternehmen und schafft, was wir wollen, Raum für Investitionen und auch für Innovationen. Und handeln Sie endlich und vereinfachen Sie das Steuerrecht für Importe. Spätestens jetzt müssen wir die Zollbürokratie vereinfachen. Ich hoffe noch immer, dass der Brexit nicht zum Chaos an allen See- und Flughäfen hier im Lande führt. Und trotzdem sollten wir schleunigst für Verbesserungen sorgen. Meine sehr geehrten Kollegen, die Resonanz auf der Wirtschaft auf diese Thematik, die war sehr groß und die ist nach wie vor groß. Und damit unser Antrag hier noch mehr Gehör findet und auch weiter debattiert wird, haben wir diese Debatte im Netz unter dem Hashtag Duty Free eingestellt. Schauen Sie doch mal rein. Ja? Und ich appelliere noch mal an Sie. Lassen Sie uns die Unternehmen von den Lasten des Zolltunnels befreien. Stimmen Sie diesem Antrag zu und sorgen Sie, dass die Zollverfahren in Deutschland einfacher werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als nächster spricht der Kollege Dr. Thomas.